Wiki-Stammtisch. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Fabio Descalzi aus Uruguay. Herzliche Grüße aus Berlin nach Montevideo. Danke, Sebastian. Herzliche Grüße auch aus Montevideo, Uruguay. Stell dich doch mal vor. Also, mein Name ist Fabio Descalzi. Ich bin Uruguayer mit italienischer und spanischer Abstammung. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin ein ehemaliger Schüler der Deutschen Schule Montevideo. Von Beruf ursprünglich Architekt, aber danach bin ich inzwischen zu einem Übersetzer geworden. Und naja, andere Aktivitäten wie etwa Lehren, Schreiben und auch Wikipedia schreiben. Das ist ja ganz erstaunlich. Ich bin auf dich gestoßen, weil ich in der spanischen Wikipedia nach jemanden gesucht habe, der gut Deutsch kann. Und jetzt treffe ich jemanden, der genau im selben Jahr geboren wie ich ist, der auch, ich hatte selber, ich habe auch ein guter Jahrgang, ja. Ich habe auch Bauwesen studiert und mache jetzt was anderes, nämlich Internetprojektmanager und bin auch Wikipedianer. Da scheint es ja doch Parallelen zu geben. Ja, viele. Viele. Das stimmt. Ja. Du bist zur deutschen Schule gegangen, also das heißt, du hast schon relativ früh angefangen, Deutsch zu lernen und auch relativ intensiv. Und du hast ja dann auch, warst dann auch in Deutschland. Ja, also 14 Jahre lang auf der deutschen Schule Montevideo, dann noch 3 Jahre Goethe-Institut in Montevideo. Und als ich schon Architekt und erwachsen war, habe ich in Norddeutschland gelebt und gearbeitet. Und dort hat sich meine Benutzung der deutschen Sprache richtig entwickelt. Davor war es eher so eine Schulsprache, die du hattest, ja? Ja, früher eine Schulsprache. Also nicht so genau und nicht so einfach zu sagen. Du weißt, wenn man auf der Schule ist, versucht man immer ganz korrekt zu sprechen, fertig. Hattet ihr deutsche Lehrer an der deutschen Schule? Ja, die deutsche Schule hier empfängt jedes Jahr manche Lehrer aus Deutschland. Die bleiben 3, 4, 5 Jahre und dann zurück. Und das ist gut, dass man in Beziehung mit einer Mischung von deutschen und uruguayischen Lehrern ist. Lehrer und auch manche Schüler. Also das ist eine Begegnungsschule. Mhm. Du 68 geboren, 73 kam das Militär an die Macht in Uruguay. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, 12 Jahre. Ja, 12 Jahre Diktatur, 14 Jahre Schule. Und ja, es war merkwürdig, denn auf der deutschen Schule gab es deutsche Lehrer, die sehr demokratisch waren und wirkten. Zum Beispiel der Leiter der Schule, der lehrte uns, unsere Repräsentanten per Wahl zu wählen. Das war unglaublich. Ach, Schülervertretung, ja. Ja, Schülervertretung, das stimmt. Ach, das ist ja interessant, ja. Ja. So dass du auch demokratisch dann dich entwickelt hast, trotz der Diktatur. Ich bin ja auch in einer Diktatur aufgewachsen und bin auch, als ich 19 war, ist die Mauer gefallen. Also dann lebte ich plötzlich in der Demokratie und habe das sehr zu schätzen gelernt. Ja, eine andere Welt. Ja, eine andere Welt. Wann hattest du deinen ersten Kontakt zum Internet? Ja, Internet, das war ungefähr am Jahr 97. Mhm. Ich habe kurz in einer Zeitung gearbeitet, das war eine Zwischenzeitarbeit, ja, und also das war die Zeitung El País, gleiche Name wie die Zeitung aus Spanien, aber die in Uruguay ist viel älter und damals hat sich die Internet langsam entwickelt und insbesondere die Internet-Ausgabe und ich habe das gesehen sozusagen. Mhm. Und inzwischen habe ich angefangen, Internet zu benutzen und so weiter. Und ein paar Jahre später war Internet ein Boom. In Uruguay? In Uruguay, ja. Ja.
Ja, ich hatte bei mir war es nicht viel später, also 94, 95 an der Universität habe ich das da zum ersten Mal gehabt und dann auch, das war, hat sich erst langsam entwickelt, erst eigentlich ums Jahr 2000 rum war auch in Deutschland, fing so der Massen, die Massenbenutzung des Ja, Internets an. 99, 2000, dort war es ein Riesenboom und jeder benutzte damals schon E-Mail und so weiter. Und Uruguay ging es ja dann auch nach der Diktatur wirtschaftlich besser. Das heißt, Uruguay hat ist ein, sag mal, ein flaches Land, ja, also verkehrstechnisch gut erschlossen, viel Landwirtschaft, aber auch Industrie und auch eine stabile Mittelschicht. Also die, was habe ich hier an Zahlen gefunden? In der Brand 1 stand, da muss ich schnell wieder rauskramen, weil im Kopf habe ich es nicht. 3,4 Millionen Einwohner, 30 Peso sind 1 Euro, Human Ja, Development ein Index. bisschen mehr, etwa 35 Peso, 1 Euro Ah jetzt. ja, und Human Development Index Platz 46 von 177, zum Vergleich Deutschland hat 20, also schon sehr, sehr hoher Standard. Ja, für Südamerika sehr hoch. Ja, ein Liter Benzin kostet dann etwa 32 Peso zurzeit, also 1 Euro. Ja. Ein Liter Milch 30 Cent Ja. und ein Kinobesuch in der Hauptstadt sind 4 Euro, das wären dann 120 Peso, 150 Peso etwa. Ja, das oder mehr. Oder mehr, ja. Was kostet ein Internetzugang? Ja, also zum Beispiel hier zu Hause benutze ich 24 Stunden pro Tag Internet und das kostet mir ungefähr 40 Euro oder ein bisschen weniger. Im Monat. Ja, und das ganze Haus hat damit Internet. Also wir haben hier drei Computer und alles prima. Aha, und welche Geschwindigkeit etwa? Also, diese Ziffern, die beherrsche ich nicht, aber die Geschwindigkeit ist vernünftig. Also, ich arbeite viel mit dem Internet, mit großen Dateien und mit mehreren Webseiten und es geht ganz gut. Also kannst auch Videos gucken und sowas. Ja, auch zum Beispiel YouTube benutzen wir alle hier. Und ist das verbreitet so oder bist du über dem Durchschnitt damit? Also verbreitet auf jeden Fall. Hier in Uruguay gibt es etwa seit dem Jahr 2005 ein staatliches Programm, das heißt Plan Saibal. Die Regierung hat jedem Kind einen Laptop gegeben, diese kleinen, die XO. Und das hat es viel geholfen, dass jedes Kind und jede Jugendlichen einen einfachen Internetzugang haben und auch die Telefonfirmen machen es einfach, Internet in kleineren Mengen zu kriegen, sozusagen. Also, naja, es geht ganz gut mit dem Internet hier. Ich frage deshalb auch so intensiv, weil es gibt ja, weil es das Programm Wikipedia Zero gibt, wo mit Mobilfunkprovidern besprochen wird, dass die Internetnutzung an sich was kostet, aber wenn auf die Wikipedia zugegriffen wird, ist es kostenlos. Ja, genau. Und das wird, da gibt es eine Diskussion darum, weil dadurch ja die Netzneutralität gebrochen wird halt. Das heißt, der Mobilfunkprovider schaut nach, was und welchen Dienst seine Kunden nutzen und entscheidet dann, ob er bezahlt oder nicht, was im nächsten Schritt auch heißt, er kann vielleicht bestimmte Dienste sperren oder manche langsamer machen und manche schneller. Ja, Ja, und das hoffentlich. ist genau, aber auf der anderen Seite gibt es eben Länder, Uruguay scheint nicht dazu zu gehören, wo eben Internet furchtbar teuer ist, wo man für eine Stunde, weiß ich, 10 Euro bezahlen muss. Also Euro, das heißt, in der lokalen Währung ist es noch viel, viel, viel teurer. Und die sind froh, wenn sie auf Wikipedia Zero zugreifen können. Ja, doch gibt es manche Plätze, manche Orten, wo man Internet frei kriegen kann, wie zum Beispiel manche Shopping-Malls oder ähnliche oder auch manche öffentliche Plätze, wo es freies Internet gibt. Und viele Leute gehen hin und benutzen einfach Internet. Ah ja, scheint ja dann doch ziemlich verbreitet zu sein. Ja. Uruguay selber, fällt mir gerade auf, eine Sache kenne ich auf jeden Fall, das ist nämlich der ehemalige Präsident José Mujica, wie spricht man das aus? Der Mujica. Mujica, der so bescheiden gelebt hat. Ja, das ist ein merkwürdiger Mensch.
Also jeder spricht von ihm, die, die ihn lieben und die, die ihn nicht. Also jeder spricht von ihm. Ja, aber es ist ein Wikipedia-Podcast hier, deswegen jetzt das Thema. Du bist sehr aktiv in der Wikipedia, in verschiedenen Wikipedias. Wie bist du zur Wikipedia gekommen? Also, seit etwa 2004 arbeite ich als Vollzeitfachübersetzer für Architektur und Bauwesen. Und das bedeutet, ich muss ständig forschen, Informationen suchen, Terminologie und so weiter und so fort. Und die Wikipedia ist zu einer wichtigen Informationsquelle geworden, also nicht für mich, sondern fast für jedermann auf der Erde mit Internetzugang. Und entsprechend habe ich eines Tages mal probiert. Na ja, hier kann man auch schreiben, hier kann man auch korrigieren. Und als ich schon merkte, war ich schon drin. Das war ungefähr 2007 oder so. Und naja, langsam am Anfang, dann viel begeistert. Und ja, dann habe ich eines Tages entschieden, ich werde mal Artikel über Uruguay verbessern oder ganz und gar schreiben. Und das tue ich ganz froh. Naja, und auch in nicht nur in Spanisch, sondern auch auf Englisch, auf Deutsch, manchmal Portugiesisch, Französisch und wenn es drauf kommt, in einen anderen exotischeren Sprachen etwas zu verbessern, das ich tun könnte, das tue ich auch. Du hast angefangen am 4. August 2007 in der spanischen Wikipedia 1951 in dem Artikel Pedro Varela. Und in der Ja, Engel. das war vielleicht eine Verbesserung von etwas Bestehendes. Genau, ja. Und in der englischen Wikipedia am 11. August 2007 im Artikel Family. Ja. Du hast auch die meisten Edits, nämlich 117.000 in der englischen Wikipedia, dann gefolgt von der spanischen mit 94.000. Dann kommt Commons mit 47.000, dann Wikidata, französische, katalanische und dann die deutsche sind etwa gleich auch mit mehr als 2.000 Bearbeitungen, ne, gefolgt von der portugiesischen. Also wir sind schon sehr vielfältig unterwegs. Das ist ja sehr, sehr spannend. Wie ist es so, als Uruguayer in der spanischen Wikipedia zu schreiben? Also, Spanisch ist eine ganz verbreitete Sprache, etwa im Gegenteil zur deutschen Sprache. Ich meine, Deutsch ist sehr wichtig, nur das wird in drei, vier Ländern sprechen und das ist es. Aber Spanisch wird in über 20 Ländern gesprochen. Das ist zu viel, wenn man daran denkt, wie verbreitet und divers die Sprache sein kann. Also grammatikalisch ist Spanisch eine vereinheitliche Sprache, aber mit den Wörtern dort ist das sehr divers. Manche sprechen aber falsch über einerseits europäisch Spanisch und einerseits lateinamerikanisch. Aber eigentlich gibt es 5 bis 25 Sorten, je nachdem man es überlegt, könnte man sagen, jedes Land hat seine eigene spanische Sorte und auch manche Regionen. Und wie sieht man das auf der Wikipedia? Also, es ist nicht ein neutrales Spanisch, sondern eine tatsächliche Mischung von regionalen Sorten. Und spiegelt sich das in der spanischen Wikipedia wieder? Also, wenn man durch und durch liest, könnte man das merken, denn, naja, sagen wir mal, ein Mann aus Mexiko schreibt mehrere Artikel über mexikanischen Dörfer. Ein Mann aus Peru mehrere Artikel über peruanische Dörfer. Alles prima. Also, jedes Land für sich selber. Aber dann kommt plötzlich ein aus Peru und will etwas aus Mexiko verbessern. Das sagt man so? Nee, das sagt man so. Also diese kleinen Editkriege können mal passieren wegen Wörtersorten oder Wörterbenutzungen. Aber mit zivilisierter Weise wird das
verbessert, gekehrt und naja, es geht. Es geht. Es gibt ja im Deutschen das Hochdeutsch. Ja. Es ist trotzdem immer noch ein Land. Also wenn man die Mundarten sich anhört in Deutschland, sind die schon unterschiedlich. Teilweise versteht man sich nicht, aber das sind dann nur einzelne Wörter, die man nicht kennt oder eine bestimmte Aussprache. Und es wird ja auch durch das Fernsehen, da wird ja dieses Hochdeutsche, was aus dem hannoverschen Raum kommt, Ja, und es ist auch verwendet. zum Beispiel diese Geschichte mit dem österreichischen Deutsch, also sagt man Jänner, Heuer und sowas. Genau. Wie ist das im Spanischen? Gibt es auch so eine Art Hochspanisch? Nicht Hochspanisch. Wie gesagt, jedes Land hat seine eigene Variante, seine eigene Wörterbenutzung und ja, zwischen Nachbarländern ist es in der Regel einfacher, sich zu verstehen, als wenn die Länder weiter weg sind. Aber andererseits sind Fernsehprogramme aus manchen Ländern populär. Zum Beispiel hier in Uruguay werden viele Programme aus Spanien und aus Mexiko geguckt. Und entsprechend lernen wir auch manche Wörter. Und merkt man das am Stil, wie die Leute schreiben, aus welcher Region oder welchem Land die kommen? Stil, das ist eine kompliziertere Frage. Denn Stil, es gibt verschiedene Stile innerhalb von einem Land immer, je nachdem, welche Erziehung die Leute, die Ach so. schreiben, haben. Ja, nee, denn das meine ich nicht. Ich bin so mit den Vokabeln nicht so vertraut in dem Sinne, aber merkt man an der Schreibe, also wie geschrieben wird, welches Land ist, aber ist es eher an der Sprache, macht sich das fest oder merkt man auch manchmal, dass Ansichten anders sind? Sagen wir mal, schreiben zwei Leute, die Doktor sind aus verschiedenen Ländern, also die können sich vielleicht einfacher verstehen und einigen als etwa zwei Leute, die einfach Schüler sind oder die nur Arbeiter sind. Dort merkt man viel mehr diese Sprachunterschiede. Das heißt, du könntest dich auch problemlos auf jeden Fall mit jemand aus Chile unterhalten oder aus Kuba. Also unterhalten ist kein Problem, wenn man sprechen kann. Das Thema ist es, wenn man in ganz weiten Ländern gleichzeitig schreibt oder etwas verbessert oder ändert, dort könnten manche kleine Probleme auftauchen. Aber wenn man zivilisiert ist, wenn man mit der Etikette durchgeht, also kriegt man das irgendwie hin. Das heißt, die Diversität in der spanischen Sprache hat keine großen Effekte auf die spanische Wikipedia. Also keine zerstörenden Effekte, würde ich sagen. Auf jeden Fall eher wird die spanische Wikipedia reicher deswegen. Ja, das ist schön. Also wunderbar. Das freut mich sehr, dass die Diversität da tatsächlich auch das hervorbringt, was ich von ihr erwarte, dass es dadurch besser wird. Du hast gerade den Plan Cibal erwähnt. Kannst du das kurz erläutern? Ja, was ich mich erinnere, ist, die damalige Regierung hat die Entscheidung getroffen, jedes Kind, insbesondere ganz arme Kinder, jedes Kind einen Laptop zu geben, ein Expo. Das sind klein, billig, einfach zu benutzen. Und das hat es geholfen, dass viele Schulkinder den Internet als Forschungsquelle und Informationsquelle benutzen. Vermutlich in Kooperation mit One Laptop per Child. Ja, genau. Da hatte ich in Armenien schon mal eine Aktivistin getroffen, die da auch sehr begeistert davon berichtet hat. Hast du davon, sind deine Kinder davon irgendwie betroffen? Also betroffen auf jeden Also nicht Fall. bet, ja, okay. Man sieht ganz oft Kinder auf der Straße, die sitzen am Rand der Straße oder auf einer Bank oder was weiß ich und die benutzen diese kleinen Laptops. Und spielen die oder was machen die da? Ja, alles Mögliche, natürlich. Die hören auch Musik und alles. Also es bedeutet nicht, dass sie plötzlich
nur schreiben und lesen benutzen. Aber die benutzen das. Das, ja gut, dadurch kommen sie ja rein in diese Sache. Und da du auch erzählt hast, dass Internetzugang gegeben ist, brauchen sie nicht mehr zur Bibliothek zu laufen, sondern können dann halt in der Wikipedia nachschauen. Ja, das ist immer eine Diskussion mit den Lehrern überall. Lehrer, die gut lehren, die sagen immer, bitte nicht die Wikipedia als Information, als einzelne Informationsquelle benutzen. Immer auf jeden Fall zu den Referenzen hingehen, Ja, zu genau. den anderen Links. Ja, so muss es sein. Also ist das völlig identisch, also zu dem, wie es auch in Deutschland ist. Wie alt sind deine Kinder ungefähr? Also ich habe eine Tochter, die ist 16, und dann habe ich mehrere Neffen, die sind 16 und jünger. Ah, und haben wie ist deren Verhältnis zu Wikipedia? Ah, die lieben das. Und die lieben es, mich als Wikipedianer zu haben, sozusagen. Die sprechen immer darüber. Und fragen Sie dich da was oder sind Sie neugierig, selber da was zu machen? Also selber zu machen, nicht so viel. Es ist eher in Richtung, du Vati oder du Onkel, bitte könntest du mal das erweitern oder besser schreiben, und dann tue ich es. Du schreibst also ein Lexikon für deine Kinder Ja, ungefähr. ich meine, obwohl jedermann in der Wikipedia schreiben kann, ergibt es das sich nicht so automatisch, dass jeder tatsächlich schreibt. Es gibt manche Leute wie ich oder ein paar wenige, die sich richtig widmen, auf der Wikipedia zu schreiben, und der Rest tut lieber nichts im Sinne schreiben. Ja, wie überall. Kennst du andere Wikipedianer aus Uruguay? Also, ich habe zwei oder drei Mal getroffen und darüber gesprochen, also alles gut. Aber es gibt dann ein paar Wikipedianer, die sind Uruguayer, aber wohnen weit weg. Mit denen bin ich in engerer Beziehung. Nicht täglich oder wochentlich, aber wenn Dinge vorkommen, dann nehme ich sie als etwa Referenzpunkte, ja. Also eine Online-Beziehung hast du zu ihnen. Ja, Online. okay. Der größte Bevölkerungsanteil Uruguays lebt ja in Montevideo. Ja, ungefähr die Hälfte Montevideo und Umgebung. Und gibt es da Meetups in Montevideo für Wikipedia von Wikipedianern? Wie meinst du? Na, so Wiki-Picknick oder in Deutschland heißt es Stammtisch, einfach Ach, treffen. ja, ich habe mal gesehen, also die Wikimedia Uruguay organisiert manche, und es gibt auch Bilder zu sehen auf Commons, aber bis jetzt habe ich nicht teilgenommen. Hast du kein Bedürfnis danach? Nö, nö. Ja, gar nicht, nee. Also du bist tatsächlich mehr oder weniger ein Einzelkämpfer, der mit Online-Beziehungen. Ja, und ich bin schon daran gewöhnt. Also das ist gut so, und ich habe Internetbeziehungen überall in meinem Beruf auch. Das mit Wikipedia ist sozusagen ein Hobby, eine Nebenaktivität, wie es sein muss, denn keiner bezahlt mir, um auf der Wikipedia zu schreiben. Aber ich mag das. Es ist eine Weise, etwas zurückzugeben, wenn man so viel rausnimmt beim Lesen, und also anstatt Bücher zu kaufen, einfach die Wikipedia lesen, sozusagen. Gut, du hast leider nicht viel Zeit. Lass uns noch drüber sprechen, über den Vergleich der englischen, der spanischen und der deutschen Wikipedia. Ja, das ist eine gute Frage. Denn ich kenne auch inzwischen andere Wikipedias von exotischeren Sprachen sozusagen. Und also, jede Sprache bedeutet in der Tatsache etwas Gemeinsames, also Interessen, Kultur und auch Regeln. Es gibt Regeln, die nicht gleich in jeder Wikipedia vorkommen oder funktionieren. Zum Beispiel, ganz einfach, die Kategorien auf Deutsch. Man nimmt eine Bio, eine Biografie, einen Artikel über eine Person, und unten steht Deutscher, Mann, Arzt. Im Gegenteil, auf der englischen oder spanischen Wikipedia gibt es immer
deutscher Arzt oder uruguayischer Politiker. Also die Mischung von Mann oder Frau mit Beruf und mit Staatsangehörigkeit, das sieht man viel klarer in den Kategorien als in Deutsch. In Deutsch ist, werden reiner geteilt. Oder manche Regeln vom Stil oder wie man manche Prozesse entscheidet. Also dort merkt man ganz klar diese Kulturunterschiede sozusagen. Ja. Und du bist vielleicht erstaunt, warum ich so viel auf Englisch und Spanisch geschrieben habe und so wenig auf Deutsch. Das ist einfach zu sagen. Also Spanisch ist meine Sprache. Ich kann schreiben, was ich will, wenn ich die notwendigen Referenzen und Links und so weiter habe. Englisch ist dann die Weltsprache. Manche Artikel kommen auf Englisch zuerst vor und entsprechend laufe ich hindurch. Also ich möchte das nicht vermissen und ich fange an zu schreiben oder zu verbessern. Dann mit Deutsch ist es komplizierter, denn es scheint so zu sein, eine strukturiertere Sprache. Also und man muss viel mehr überlegen, wie man schreibt, den Stil pflegen. Also es ist nicht so einfach, kurze Sätze fertig auszuschreiben. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Auf Spanisch oder Englisch doch einfacher. Zum Schluss noch ein Thema. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du gerade erst vor kurzem mal ein Interview gegeben hast, weil in Uruguay sich ein Minister gegen die Wikipedia ausgesprochen hat. Also nicht Minister, sondern der Vizepräsident. Vizepräsident. Raúl Sendic. Der war vor 3, 4 Jahren Vorsitzende eines Staatsunternehmens für Erdöl und Gas, ANCAP. Und vor wenigen Monaten gab es eine Art Skandal. Dieses staatliche Unternehmen hatte viele Probleme mit dem Geld und dem Haushalt, also viele Verluste, die wurden plötzlich entdeckt. Und also es entwickelte sich eine Art politischer Skandal sozusagen. Und jemand, ein Unbekannter, hat auf der Wikipedia geschrieben, der Vizepräsident ist ein Dieb, der ist ein Kriminelle, der hat so viele Millionen Dollars geklaut und Ähnliches. Aber das war ein Unbekannter. Später wurde das natürlich von einem richtigen Wikipedianer verbessert. Also es gab keine richtige Information, die das bestätigen könnte. Also es gab Spekulation, aber keine solide Informationen. Ja. Aber der Vizepräsident hat sich empört, der war sehr böse und er hat vor der Justiz geklagt gegen Wikipedia. Also Defamation und so weiter und so fort. Auch in diesem Kontext hat mich ein Fernsehkanal geholt und ich habe ihnen ein Interview gegeben und für den ganzen Leuten erklärt, wie funktioniert Wikipedia. Also jeder kann schreiben, jeder kann etwas addieren, verbessern oder unverbessern sozusagen. Und also für den einfachen Leuten war es gut und wichtig, eine Erklärung zu kriegen, wie das vorkommen kann. Also auf jede Zeit kann jedermann irgendwas schreiben. Und wie ist der Justizfall inzwischen ausgegangen? Hat die Justiz also das Richtige getan. Also der Richter sagte der Forschungspolizei, bitte die IP-Adressen von denjenigen forschen, die diese blöde Deformation geschrieben haben. Und Gott sei Dank hat sich alles also verlangsamt, also beruhigt. Ja. Aber im Moment war es ganz stark, also dieser Empörung des Vizepräsidenten und
wie gesagt, diese Art von politischer Skandal. Das ist ja interessant. Dann packe ich auch noch den Link dazu in die Shownotes, wenn ich den Namen jetzt auch richtig rausgehört habe. Zum Schluss dieser Sendung spielen wir Musik, die du ausgesucht hast. Das ist gut. Aber ich kann den Namen nicht aussprechen. J. Hacha de Zola. Wie heißt der? Hacha de Sola. Also, ihn kenne ich nicht. Ich habe das nur gefunden und schön. Schön gefunden. Ach ja, das ist ein Musiker aus New Jersey, offensichtlich mit spanischsprachigen Wurzeln. Und das hören wir jetzt an. Ich danke dir, Fabio, für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal treffen. Vielleicht Ja, hast du ja mal Lust, hoffentlich. zu einer Wikimania zu kommen. Die nächste Ja, das wäre ist schön. die Und auf nächste. jeden Fall bedanke ich mich auch für deine Einladung. Das war sehr nett und ich mag es sehr vorzusprechen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, dann also haben wir ja alle glücklich gemacht. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, danke. Jetzt etwas freie Musik. Find the road.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.